erbarmen, Milord. Jetzt werdet ihr leiden. Hilfe. Oh, jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt haben wir uns da doch ziemlich offensichtlich zu erkennen gegeben. Und jetzt haben wir ein richtiges Problem. Aber jetzt ziehen wir uns einfach wieder zurück. Wir kennen jetzt den Schlupfwinkel. Obwohl, wir können noch den einen Akoliten rausholen. Schließlich reiten wir jetzt ein bisschen schneller mit der Aura. Endlich. Das ist schon besser. Zurück, Männers. Das ist schon besser. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ja, der zieht sich jetzt gar nicht zurück. Das heißt, wir attackieren den Maa volle Kanone. Hoffen, dass er jetzt unseren Kuhn schlägt. Ja, macht er. So, da war es auch schon wieder fertig mit volle Kanone. Jetzt zieh dich endlich zurück. Frostmourne hat Hunger. Endlich. Oh, der Ghoul ist tot. Oh. Frostmourne hat Hunger. Frostmourne hat Hunger. Davon merke ich bis jetzt noch nicht so viel, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon besser. Frostmourne hat Hunger. Und wir laufen einfach mal zu der Basis. Der Tyrondrius wird den schon irgendwie klein machen. Endlich. Schmeißen wir noch einen Todesmantel drauf. Das ist schon besser. Hilf mir, hilf mir. Ja, jetzt läuft er natürlich nicht mehr hinterher. Das ist schon besser. Ah, endlich. Das war mir schon fast klar. Jetzt geht's weiter, jetzt müssen wir den Rest noch finden. Das ist schon besser. Ich hoffe auch jetzt, dass der Ritter nicht irgendwo steht und auf mich wartet. Endlich. Das ist schon besser. Nee, macht er nicht. Okay, wir können uns vielleicht dran vorbeipirschen. Das heißt, wir schicken einfach mal unseren Schemen da durch. Was ist das diesmal? Und hoffen. Da stehen die Soldaten. Da ist der Ritter. Da ist er. Der reitet eine Patrouille anscheinend. Das heißt, wir haben jetzt ziemlich viel Glück wahrscheinlich, dass wir gut durchkommen. Jetzt ist er wieder da. Okay, jetzt könnten wir schnell durch. Endlich. Und es hat geklappt. Super. Frostmourne hat habe Glück. Diese Gräber sind noch frisch. Im Namen des Lichtkönigs, stehet auf und wandelt. Ah, das sieht doch schon viel besser aus. Optionale Quest erledigt, den Friedhof suchen. So, jetzt haben wir wieder eine kleine Armee und ich hoffe, jetzt geht's endlich voran. Das ist schon besser. Was haben wir hier? Haben wir hier irgendwelche Bauern? Sprecht euer letztes Gebet. Banditen, lauf! Das ist schon besser. Banditen? Ah, endlich. Da haben wir erstmal noch einen Akolyt, kümmern wir uns erst um den. Das ist schon besser. Und jetzt auf! Auf die. Erstmal auf die Menschen. Das ist schon besser. Und die Banditen greifen mich auch an. Das finde ich nicht schön. Ohnegleichen sein. Ah, endlich. Das macht nichts. Die kriegen wir klein. Spätestens jetzt, wo sie eh schon klein sind. Endlich. So. Das ist schon besser. Den Goldzufluss haben wir gestoppt. Den Akolyt haben wir gefunden. Wir haben jetzt 8 Stück. Das sind doch relativ viele, hey. Hätte ich echt nicht gedacht. Und relativ lang geht es hier. Wir geben aber weiter Gummi. Das ist schon besser. Hier hinten vielleicht noch was. Frostmourne hat Hunger. Gibt's da vielleicht noch was? Gibt's da vielleicht einen Heilbrunnen? Das wäre mir jetzt. Schon besser. Das sind sie, die Banditen. Die haben noch einen Akolyt gefangen genommen. Und mit unserem Todesmantel und der Heilung, da können die uns jetzt auch nichts anhaben. Die sind sogar leichter wie die Menschen. Und wir haben einen Heiltrank hier für den Arthas. Und Spinnenring. Endlich. Erhöht die Beweglichkeit um 1. Können wir auf jeden Fall auch gebrauchen. Ja, jetzt haben wir schon 10 Stück. 10 Stück. Aber es bleiben noch 10, meine ich. Wir gucken ganz kurz. Quest. 20 müssen wir retten. Ja. Also bleiben noch 10 Stück übrig. Ich hoffe, dass die jetzt gesammelt auf einem Fleck stehen. Und dass wir noch eine dicke Armee dazu kriegen. So, den haben wir gerettet. Gerade so aus den Fängen von den Menschen. Unser Skelett kippt um. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen besser auf meine Einheiten aufpassen.
Heiltrank. Das heißt, nehmen wir gleich ein. Das war volle Lebenspunkte haben. Fast wieder mit dem Arthas. Da fällt auch der. Das ist schon besser. So, ein ganzes Stadtgebiet wieder. Da müssen doch welche zu finden sein. Erstmal die normalen wieder. Oh, da unten steht wieder ein Ritter. Ja, die machen uns echtes Leben schwer. Die stehen an jeder Ecke. Ja, mit dem kommen wir klar, mit dem Kleinen. Wow, schnell, die schlagen Alarm. Und jetzt kommt tatsächlich doch noch ein Ritter. Da, einmal jetzt nicht aufgepasst. Ne, wir hauen zuerst den Soldaten um. Und fressen mit dem Ghoul derzeit. Ja, also irgendwie schwache Einheiten habe ich da. Muss ich echt wieder sagen. Das macht das Ganze jetzt auch nicht gerade wirklich leichter. So. Haut sie um. Wie viel fehlen wir denn noch? 8 Stück noch. Endlich. Tötet sie alle! Hilfe! Die Untoten sind zurückgekehrt. Für den Lichtkönig. Hilfe! So, den einen Soldaten. Und da hinten steht einer in der Ecke. Schnell hin. Frostmourne hat Hunger. Mein Leben das ist schon Ner'zhul. Frostmourne hat Hunger. Die Untoten. Da steht noch einer. Das heißt, da müsste aber auch der Ritter in der Nähe sein, wenn ich mich nicht täusche. Ich lebe nur, um euch zu dienen. Endlich. Und da steht gar keiner mehr. Das ist schon besser. Jetzt Frostmourne. Okay. Wissen wir jetzt zumindest, dass da keiner mehr steht. Und jetzt lauf mal weiter. Richtung rechts oben, Richtung Nordosten. Vorsicht. Und hoffen, dass wir, ja, was finden. Da sind noch ein paar. Ah, hätte man das gleich gewusst. Erst auf den kleinen. Erst auf den kleinen Soldaten. Der kippt wesentlich schneller um. Das ist schon besser. Wow, und ein Todesmantel hinterher. Da war er. Geschichte! Niemand erteilt mir Befehle. Und der Große, der kippt auch gleich um. Der macht aber auch einen krassen Schaden wieder auf meinen Arthas. Endlich. Und jetzt haben wir gleich 4 Stück gefunden. Das heißt, wir brauchen noch 2. Endlich. Selbst die Kinder müssen wir hier umbringen. Ist ja krass. So, schnell hinterher. Einen brauchen wir noch. Und jetzt haben wir hier wieder einen Ritter an der Backe. Ich glaube, wir rennen aber noch mal ein Stück zurück. Lauf. Ja, der folgt uns nämlich gar nicht. So, hier ist ein kleiner Scheiterhaufen. Wer weiß, wer da alles schon drauf gelegen hat. Und einen brauchen wir noch. Einen noch. Jetzt wird es Zeit, ein bisschen Gas zu geben. Dann machen wir eigentlich die ganze Zeit fast schon. Da ist einer im Versteck. Zwischen den Schafen. Und es ist Nummer 20. Damit haben wir die Mission, die Hauptquest erledigt. Endlich. Hauptquest erledigt. Akolyten retten. Gut gemacht, Todesritter. Der Kult ist fast vollzählig. Lordaeron liegt in Schutt und Asche. Was nutzen uns diese Kultanhänger jetzt? Sie unterstützen euch bei eurer nächsten Mission. Und die wäre? Ihr geht nach Andorhal und bergt die Überreste des einstigen Meisters der Akolyten, des Totenbeschwörers Kel'Thuzad.